Es ist so ein schmaler Grat zwischen Meinungsfreiheit und Mobbing. Nicht, es grenzte an Mobbing, es war Mobbing. Bitte überlegt euch zweimal, was ihr schreibt. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Dienstag, wir haben jetzt 10 vor 9. Ich warte jetzt auf den Fliesenleger. Der hat mir versprochen, heute auf jeden Fall zu kommen, weil er ja die letzten Male immer abgesagt hat. Bin mal gespannt, ob er heute kommt. Es sind nur 2,5 Fliesen, die dran müssen, also ich verstehe das Problem nicht. Und ich packe jetzt heute die restlichen Sachen ein, die ich verkauft habe von meinen Klamotten, und werde die Pakete heute gleich losschicken. Das liegt hier alles. Ich habe gestern schon mal angefangen. Alexandro schläft noch. Ich habe gestern schon mal hier 2 von den Spiegeln dran gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie versetzt ich die anderen hier dran machen soll. Ich denke mal, mache ich hier so hin und den anderen hier hin. Muss ich gleich noch mal schauen. So, ich mache uns jetzt das Frühstück. Ich habe gestern voll den witzigen Film gesehen auf Netflix. Einer von 6. Der war echt witzig mit so 6 Lingern und oh, der war echt witzig. Den fand ich gut. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt mal rein. Ja, Alexander guckt jetzt so ein bisschen Fernsehen. Ich mache jetzt Frühstück. Danach machen wir die Hausaufgaben. Und ich koche immer, also ich hole immer vom Wochenmarkt frische Eier. Da kaufe ich immer 2 oder 3 Packungen. Meistens kaufe ich immer 3 Packungen. Und die halten sich ja 3 Wochen. Ne? Und wir essen, also Alexander isst total gerne Eier. Und ja, jetzt kriegt er 2 Eier. Ich auch ein Ei. Ich esse auch sehr gerne Oliven morgens zu meinem Brot. Wir machen uns jetzt Toast. Und dann noch den Aufschnitt drauf von Dingen. Von der Sag schon. Von der Fleischerei. Was frühstückt ihr denn gerne morgens? Irgendwie ist es bei mir immer das Gleiche. Ich habe zwar noch Marmeladen hier und Schokolade und sowas, aber ich bin nicht so der süße Typ morgens. Ich bin eher so der herzhafte. Ein Kakao morgens, ja, mag ich schon. Und Tee trinke ich irgendwie nur im Winter. Alexandro mag zwischendurch mal so einen Früchtetee. Ja. Ach so, und dann kam noch die Frage, wann ich mich jetzt tätowieren lasse. Ja, ich bin jetzt gerade in den Gesprächen. Ich bin nämlich am Überlegen zwischen 2 Tattoo-Studios, welches ich nehme. Weil man muss ja auch gucken, dass da gute Arbeit gemacht wird. Und hier in Oberhausen kenne ich mich leider nicht so gut aus mit Tattoo-Studios. Also ich kann nur auf die Bilder vertrauen, auf die Rezensionen und das, was die mir sagen. Preislich gehen die auch ein bisschen auseinander, aber die, die mehr nehmen, muss ja nicht direkt heißen, dass die besser sind, oder? Deswegen, ich muss mir das jetzt nochmal kurz angucken. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich jetzt, also würde ich jetzt gleich losgehen und mir entstechen lassen. Aber es ist ja eine Sache, was auf Dauer, also auf Dauer bleibt, auf Dauer, also für immer bleibt. Deswegen sollte man da schon aufpassen, wem man seinen Körper anvertraut. Hier gibt es jetzt Mittagessen. Ich habe ein paar Pommes gemacht. Es gibt noch von gestern Hähnchen. Haben wir noch was übrig mit etwas Salatcreme. Und das ist mein Salat von gestern Abend. Den schmeiße ich nicht weg. Den esse ich heute dazu. Resteverwertung. So, ich mache jetzt gerade Waffeln. Ich habe schon circa 10 Stück gemacht. Die habe ich auch schon verteilt in der Pizzeria. Und an meine Nachbarin. Jetzt mache ich noch welche für Mama. Und ja, für uns sowieso, für Alexandro. Ich habe jetzt circa, damit es 30 Waffeln werden. Aber ich glaube, so viele werden es gar nicht. Waffeln, Gott sei Dank, fertig. Jetzt zeige ich euch mal den Inhalt von der, sagen wir, Brand News Box oder was ist das? Die Genussbox. Genussbox Juni. Probier was Neues. Okay, schauen wir mal rein. Die ist nämlich gerade angekommen.
Jaggery Kiss, ayurvedische Zuckerspezialität. Ich habe es ein bisschen russisch gesagt. Rohrohrzucker aus Indien. So, dann haben wir Salatwürze von Gefro. Also ich hatte mal von Gefro die sag schon, Gemüse. Oh Gott, Gemüsebrühe. So, die war so lecker. Aber die sind so teuer. Ich glaube, die kostet 9 € so eine Gemüsebrühe. Salatwürze, okay. Mal probieren. Dann haben wir hier Knusperecken, Mais, schwarzer Reis. Das wird mir nicht schmecken oder uns nicht schmecken. Das werde ich weitergeben. Von Joja, Hafer, glutenfrei. Oh, Haferdrink. Okay, ja, das vertrage ich. Was haben wir hier? Jetzt mal das Gestrüpp weg. Gingerbrause, erfrischend anders. Ist da Alkohol drin? Sieht nicht so aus. Nee. Nur Gingerbrause. Gingerbrause. So, dann haben wir hier eine Marmelade in der Tube. Marmetube. Limited Summer Edition. Pfirsich Maracuja. Hatte ich schon mal drin, aber das war Kirsche, glaube ich. Dann haben wir hier von Yogi-Tee Orange Ingwer mit Basilikum. Dann haben wir von Davert glutenfreies Porridge, Vanille. Dann zweimal von Dieco Easy Fit Guarana Schokosnacks, 29% Protein. Das ist das Gleiche. Ja. Und noch eine Flasche. Oh, die sind so lecker von Yellowtail. Pure Bright. Ein Pinot Grigio drin. Letztes Mal war, glaube ich, nee, was war denn da? So ein Rosé, nee, das war kein Rosé, auch ein Weißwein, der war richtig lecker. Richtig lecker. Mal gucken, wie der hier schmeckt. Ja, das war die Genussbox. Unten in meiner Infobox könnt ihr sehen, wenn ihr da Interesse dran habt, habt ihr eine Ermäßigung bei der ersten Box. Da steht alles unten in der Infobox. Ich würde auch am liebsten wieder runter machen bei dem Wetter. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Oh Gott, ich bin auch so müde und kaputt heute. Ich weiß auch nicht. Ich muss aber jetzt aufstehen, wir haben 9:30 Uhr. Ich muss zu meinem Hausarzt ein Rezept abholen für Schilddrüsentabletten, weil ich keine mehr habe. Und morgen ist Feiertag und deswegen, ja, muss ich die jetzt mal holen, aber man muss ja sowieso aufstehen. 9:30 Uhr. Ich bin Mutter, ich muss aufstehen. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Um den Haushalt. Um meinen Mann. Welchen Mann? Apropos Mann. Ich hatte gestern Abend eine Verabredung. Wir waren essen und was trinken. Oh, voll lecker das Essen. Ich habe so Farmer Potatoes geholt. Die waren überbacken mit Käse. Da war noch Hähnchenfleisch und Gemüse. Das war voll lecker. Im 360 war ich. Und hab dann noch ein Alkohol. Hab dann noch ein Alkohol getrunken, ja. Hab dann noch einen Cocktail getrunken, aber da war minimal Alkohol drin. Ich habe gesagt, mit nur ein bisschen Alkohol. Also gut getan. Ja. Ja, auf jeden Fall zu meinem Date. Der war sehr sympathisch. Wir haben uns sehr gut verstanden, haben viel gelacht, haben viel geredet, waren auf einer Wellenlänge. Aber man muss mal schauen. Wir haben jetzt gesagt, wir treffen uns nochmal das Wochenende. Und ja, mal gucken, wie das so wird. War auf jeden Fall sehr sympathisch. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, gleich meine Schilddrüsentabletten abholen, dann warte ich jetzt auf die Lindy, möchte mir sagen, wann sie kann, dann gehe ich meine 2 Nägel machen. Und Alexandro wird heute Mittag rum
abgeholt von Papa. Da bin ich 5 Tage alleine. Oh, mein Herz blutet jetzt schon, aber naja, so ist das, ne? Ich hatte einen Kommentar. Immer wenn eine Abonnentin meine Wimpern sieht, hat sie das Bedürfnis, meine Wimpern zu bürsten. Es ist ja jetzt die 3. Woche und ich finde, so nach 3 Wochen sollte man die wieder auffüllen. Also 4 Wochen finde ich bei der Länge schon zu lange. Ich habe jetzt einen Termin für nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß jetzt nicht genau. Bis dahin lasse ich die jetzt so, aber ich mache das, wenn ich da bin, lege ich den nächsten Termin auf 3 Wochen, weil die dann doch sehr durcheinander sind. Und ja, mal gucken, so ist das. Gut, jetzt werde ich erstmal zum Arzt, dann komme ich wieder, dann frühstücken wir. Dann warte ich auf die Lin, was sie mir sagt wegen Nägel. Und das Wetter ist so mies. Keine Sonne, gar nichts. Ja, und dann mal schauen, was ich so mache. Weiß ich noch nicht. Aber ich werde heute mal wieder ein paar Kommentare kommentieren. Jetzt hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Spaß hier. So, ich war jetzt bei der Post. Hab die ganzen Sachen abgeschickt, die ich verkauft habe. Also an Klamotten. Hab jetzt meine Schilddrüsentabletten abgeholt. Und von der alten Marke gibt sie wohl nicht mehr. Jetzt kriege ich immer noch von dieser Henning-Marke. Keine Ahnung. Ja. Jetzt bin ich eben nach Hause gekommen. Mausi, komm essen. Jetzt darf der Alexandro zum Abschluss zur Feier des Tages, wie soll ich das nennen? Feier des Tages hört sich jetzt ein bisschen böse an, als ob ich mich freue, wenn er weggeht. Nee, aber Heiko rief vorhin an, dass der um zwei ungefähr ihn abholt. Jetzt haben wir 11. Er darf 2 Waffeln frühstücken. Mit Nutella drauf. Oha, das dürfen meine Kinder nicht. Morgens kein Nutella, nur einmal in der Woche Nutella. Sorry, weil manche Mamis werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, 2 Waffeln morgens und dann auch noch mit Nutella drauf. Jedem das seine. Alexandro! Alexandro? 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 Was ist mit dir? Hm? Essen ist fertig. Ich hab nichts gehört. Dein Ernst? Ja. Okay. Ich hatte wirklich nichts gehört. Ja, ich habe ja auch so leise gerufen. Ja, und mein Kind ist jetzt alleine. Ich muss nämlich los, ich muss zu Lin. Sie macht mir jetzt eben die Nägel. Und ich frühstücke sowieso nicht morgens, von daher ist er alleine. So, ich laufe jetzt eben hin. Ja, meine Lieben, wie angekündigt, wollte ich jetzt auch mal ein paar Kommentare kommentieren wieder von euch und mal meine Meinung dazu sagen. Ja, wie ihr schon in der Überschrift sehen könnt, finde ich, ist es wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Meinungsfreiheit und Mobbing. Wer entscheidet, ob es Meinungsfreiheit oder Mobbing ist? Also man kann sich frei äußern, man kann seine freie Meinung, seine eigene Meinung kundtun. Man kann sagen, ob man etwas gut oder schlecht findet. Die Art und Weise, wie man es sagt, macht die Musik. Also ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, wie man es rüberbringt, wie man es sagt. Vieles, was in der letzten Zeit unter meinen Videos passiert, grenzt schon an Mobbing. Es sind einige Personen, also denkt nicht, dass ich mir die Kommentare nicht durchlese. Ich lese mir die Kommentare durch. Es ist halt nicht immer die Zeit da zu antworten. Ich lese mir das aber durch und das ist ja auch das, was ihr wollt, dass das bei mir ankommt und es kommt auch bei mir an. Glaubt mir das. Und es sind mir einige Personen, das sind immer die gleichen, die sind mir halt negativ aufgefallen, schon seit einiger Zeit, dass da immer etwas Negatives kommt. Es kommt nie etwas Positives.
Es sind einmal diese Personen, die wirklich so richtig negativ schreiben, so richtig böse. Und dann gibt es einmal die Personen, die kommentieren negativ, aber versuchen es auf eine Art zu verpacken, dass es nicht so negativ rüberkommt. Muss mal eben mein Handy leiser machen. Trotzdem sind diese Personen, auch die, die es einfach so besser verpacken, immer nur negativ auf meinem Kanal aufgefallen oder in den Kommentaren. Ich werde einfach für mich, damit ein bisschen Ruhe einkehrt, weil ich habe mir das jetzt wirklich eine Zeit lang angeguckt, werde ich ein paar Personen aussortieren, dass die nicht mehr kommentieren dürfen oder können, und damit ein bisschen Ruhe einkehrt. Weil es sind wirklich einige Personen dabei, die mich nicht mögen, die einfach nur Stumm verbreiten wollen und ja, ein bisschen Action hier in den Kommentaren haben wollen, aber auf negative Art und Weise. Diese Personen werde ich jetzt letztendlich rausnehmen, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. Die verbreiten hier, wie gesagt, so viel Stunk und das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Also in der letzten Zeit, ich hatte das wirklich noch nie, muss ich sagen, so viel. Das hat auch nichts mit meiner Abonnentenanzahl zu tun. Ich finde, das hat damit was zu tun, dass es gibt die Personen, die es gut finden, dass sie anonym sind, dass die im Internet einfach nur was Negatives jemandem sagen können, egal ob sie diese Person mögen oder nicht, einfach nur was Negatives sagen, vielleicht weil sie selber mit ihrem Leben unzufrieden sind. Das ist eine andere Variante. Also manche wollen das einfach, weil es anonym ist, das ist cool, es ist anonym, einfach nur was Negatives sagen. Die anderen, ja, mögen mich nicht oder sind neidisch auf mich. Also es gibt zwei Varianten. Entweder mögen die mich nicht oder die sind neidisch. Die denken sich, oh, wie kann die sich das leisten? Weiß ich nicht. Ich find sie hübsch, aber boah, was soll da so dieser Neid? Wisst ihr, ich sag das jetzt nicht von mir. Ich sag, wie manche Frauen halt denken. Und das ist genauso wie unter Freundinnen. Da gibt es auch viel Neider unter Freundinnen. Deswegen habe ich auch nicht so viele Freundinnen. Also ich passe da wirklich immer auf, wen ich vertraue. Weil ich das schon in der Vergangenheit erlebt habe, dass da viel Neid und Missgunst dazwischen war. Dann gibt es die Personen, die mich auch persönlich kennen und die undercover unter meinem Kanal gerne negativ kommentieren mit einem Fake-Profil. Das gibt es natürlich auch, also was willst du machen, ne? Ich meine, ich kann bis drei zählen, ich weiß, dass manche oder welche Personen dahinter stecken, aber da lache ich einfach nur drüber. Das Negative ist halt, dass so viel negative Stimmung verbreitet wird unter den Videos, und das finde ich halt schade. Und das ist tatsächlich erst so in letzter Zeit. Vorher war das nicht. Also manche Menschen kommentieren negativ, wenn es einem gut geht im Leben. Ich zeige ja derzeit, dass es mir gut geht. Ich zeige, ich verändere mich meiner Meinung nach zum Positiven. Ich bin glücklicher momentan. Und das alles verkraften manche nicht und verbreiten dann negative Stimmung. Also die möchten nicht, dass es einem gut geht. Die gönnen es einem nicht. Ich kehre nicht alle unter einen Haufen, aber ich meine, einige Menschen sind halt so, die gönnen einem nichts. Wenn die sehen, dieser Person geht es gut oder die hat gerade ein Erfolgserlebnis, dann gönnen die das dieser Person nicht. Und ich bin mir sicher, unter meinen Abonnenten gibt es auch solche Exemplare. Wenn es mir schlecht geht, wenn man sieht, oh, ich weine oder ich habe gerade eine scheiß Phase in meinem Leben, dann höre ich von diesen negativen Kommentaren nichts. Also dann sind die auf einmal verschwunden, wenn die sehen, oh, der geht's gerade echt scheiße oder der ist was passiert oder so. Dann freuen die sich. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ja,
sowas gibt's und im Internet ist halt alles anonym und deswegen sage ich, es ist so ein schmaler Grat zwischen Meinungsfreiheit und Mobbing. Ich hatte zum Beispiel auch einen Kommentar, dass jetzt wieder von mir aus in meinem Video etwas kommt, also eine Antwort auf diese negativen Kommentare. Ja, natürlich, warum nicht? Das ist ja die Meinungsfreiheit. Ich drehe ein Video, ihr habt die Meinungsfreiheit, unter meinem Video zu kommentieren, eure Meinung zu sagen und ich wiederum habe die Meinungsfreiheit, meine Meinung zu euren Kommentaren zu sagen. So ist das halt. Also ich verbiete euch sozusagen den Mund nicht und ihr könnt mir den Mund nicht verbieten. Und vor allem, ich bin ein Mensch, der in der Öffentlichkeit ist. Ich mache Videos, ich darf mich dazu äußern. So, es ist mein Kanal. Auf meinem Kanal entscheide ich, was ich für richtig halte und was ich für falsch halte. Und wer mich nicht mag, wer mich nicht sehen möchte, der verschwindet einfach von meinem Kanal. Das ist meine Meinung. Warum guckt man mich da? Einfach nur zu sagen, ah, die blöde Kuh, ich gucke mir die jetzt mal an, gib den Daumen runter und hinterlasst der noch ein negatives Kommi. Was ist denn das für eine negative Stimmung dann in euch? Das macht doch auch was mit euch aus. Ich würde mir doch niemals ein Video angucken von einem Menschen, den ich nicht mag. Das macht mich doch auch dann so negativ. Also, ich verstehe nicht, was das für ein Hass so innerlich ist. Keine Ahnung, das kann ich einfach nicht verstehen. Und dann finde ich es auch ganz schlimm, dass ihr euch untereinander so anfeindet unter den Kommentaren. Also, es sind viele, die nehmen mich in Schutz, andere reden negativ über mich. Und dann wird sich so angefeindet unter den Kommentaren und das muss einfach nicht sein. Das finde ich schade. Wir sind alle Frauen. Wir sind alle Frauen und warum sollen wir nicht zusammenhalten? Warum müssen wir uns so anfeinden? So, jetzt suche ich mir eben ein paar Kommentare raus und werde meine ehrliche Antwort dazu einmal abgeben. So, ich fange mal direkt mit dem Du-Du-Du-Zeigefinger an zum Thema Mama sein. IWB, dass ein Kind während dem Essen am Handy, Tablet oder Nintendo spielt, finde ich persönlich unmöglich. Mit 6 Ausrufezeichen würde es bei mir nicht geben. Anne Brüsch, das stimmt, am Tisch hat sowas nicht zu suchen. So, also wie gesagt, der Ton macht die Musik und ich finde es schön, dass bei euch sowas nichts zu suchen hat. Bei uns ist es auch nicht jeden Tag auf dem Tisch, aber Alexandro darf es. Jeder hat eine andere Erziehung. Er spielt nicht damit, das habe ich auch darunter kommentiert. Er darf aber gucken. Während wir essen, darf Alexandro Fernsehen gucken. Das ist bei uns überhaupt kein Problem. Andere handhaben das anders. Bei mir ist es nicht so. Ich lebe mit Alexandro alleine. Ich habe keinen Mann, der abends nach der Arbeit nach Hause kommt, wir uns an den Tisch setzen und erstmal den Tag Revue passieren lassen. So, haben wir nicht. So, ich bin mit Alexandro den ganzen Tag hier. Ich rede mit meinem Kind auch zwischendurch. Ich muss nicht, während wir am Esstisch sitzen, mit ihm irgendwie über den Tag reden. Ist aber auch nicht so, dass wir dann nur stumm sitzen und er seinen Nintendo oder seinen Film guckt. Wir reden auch miteinander. Das ist normal. Aber er darf bei mir während des Essens Fernsehen gucken. Leider kann man diesen Fernseher, den ich hier habe, nicht kippen, damit man hier am Esstisch gucken kann. Deswegen darf er auf der Nintendo vor seinem Teller gucken, ja, damit er jetzt nicht seinen Kopf so verdrehen muss. Also bei jedem ist es anders. Jede Mama erzieht anders und bei uns ist es überhaupt kein Problem, wenn er da beim Essen da seine Sendung guckt. So, dann das Video Fadenlifting. Also da packe ich mir auch am Kopf und ich meine, wie verständlicher soll ich es noch erklären, dass das ein informatives Video ist für die Mädels, die nach einem Fadenlifting online suchen und gucken wollen, wie sowas ausgeführt wird oder durchgeführt wird, eher gesagt. Dann klicken die auf YouTube Fadenlifting und dann finden die eventuell mein Video und können gucken, wie so etwas gemacht wird. So, und das erwähne ich vor dem Video und sage, liebe Abonnenten, das ist jetzt kein Abonnentenvideo für euch, sondern das ist ein Aufklärungsvideo, so und so. Wer das nicht gucken möchte, guckt nicht hin.
und schaltet es ab. Es ist halt mit, hat mit Blut zu tun und so weiter. Ne? Ich erkläre das ja noch vor dem Video. Und dann guckt man sich das ja trotzdem an und gibt einen Daumen runter. Warum gibt man einen Daumen runter? Weil es für manche grauenvoll ist, furchtbar, so viel Blut, wie kann man sowas bloß machen? Ugh. Und man gibt einen Daumen runter. Darum geht's doch gar nicht. Ich selber für mich habe gesagt, ich würde auch nicht ein Fadenlifting machen, weil mir das zu brutal ist in meinem Gesicht. Ich kann das nicht. Ich habe auch Angst vor OPs und sowas und mir da so reinstechern lassen. Das würde ich nicht machen. Also, wie heißt das? Lippen aufspritzen und so, das geht ja noch mit der Spritze. Aber da mir sowas irgendwie unters Gesicht, das ist nicht meins. Ich kann auch nicht so viel Blut sehen. Also ich habe das aufgenommen und habe da ein paar Mal weggucken müssen. Aber nichtsdestotrotz würde ich niemals für so ein Video einen Daumen runter geben oder sagen, es sieht furchtbar aus und so weiter. Guckt euch das doch nicht an, wenn ihr an so einer Sache nicht interessiert seid. Ich habe doch erklärt, es ist kein Abonnentenvideo. Es ist ein Informationsvideo für die Personen, die sich das unterziehen lassen wollen und gucken möchten, wie das durchgeführt wird. Aber nur weil eine Person kein Blut sehen kann, nur weil eine Person denkt, oh, das ist eklig unter der Haut und so, gibt man einen Daumen runter. Und ich finde, ein Kommentar trifft es auf den Punkt. Das hat nämlich die Gök Johnson geschrieben. Hand aufs Herz. Niki fragt extra ihre Freundin, ob sie rein informativ diese Aufnahmen von ihr während der Behandlung auf YouTube posten kann. Diese willigt ein und dann kommen Kommentare wie I, wie hässlich oder sie sieht aus wie eine Transe. In diesem Moment muss sich Niki schuldig fühlen, weil ihre Freundin hier so beleidigt wird. Leute, wenn es euch nicht gefällt, einfach wegklicken. Jeder Mensch ist anders und jeder soll das machen, womit er sich wohlfühlt. Ich bin auch kein Fan von derartigen Eingriffen, aber nur weil ich es nicht mache, muss ich keinen verurteilen, der das macht. Also ich finde, sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen. So ist es. Und ich finde es einfach von manchen, muss ich jetzt ehrlich so sagen, böse und eklig, wie man auf so ein Video reagiert. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Wenn man es nicht gucken möchte, guckt man es sich nicht an und gibt keinen Daumen runter. Also die Daumen runter auf diesem Video sind mehr als die Daumen hoch. Es muss nicht jedem gefallen, aber guck dir das doch nicht an. Du hast doch kein Interesse an sowas, dir das zu machen in deinem Gesicht, dann guck dir das doch nicht an. Also ich kann echt, ich will auch die Kommentare gar nicht nochmal hier auffassen, die geschrieben wurden unter dem Video. Die waren nämlich wirklich richtig fies und böse, manche. Da packe ich mir einfach am Kopf und denke mir so, wo ist die Menschlichkeit in allem geblieben? So, aber solche Kommentare gibt es noch ein paar. Die Menschen, die den Sinn hinter diesem Video verstanden haben. Daniela Krall, jetzt stellt euch mal vor, sie hat wirklich kein Selbstwertgefühl, wie ihr das vorwirft. Und sie liest diese Kommentare. Wie muss sie sich fühlen? Habt ihr daran schon mal gedacht? Das ist ein reines Informationsvideo. Niemand hat euch gebeten, ihr Aussehen zu beurteilen oder zu verurteilen. Dann, blonder Engel. Ich finde völlig okay, wenn sich eine Frau für so einen Eingriff entscheidet. Es soll doch jeder machen, was er möchte. Und falls es jemanden interessiert, es ist ein Infovideo, was gesagt wurde. Ich verstehe jetzt die ganzen Kommentare nicht. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Meinungsfreiheit und Mobbing. Also unter diesem Video grenzte schon sehr vieles an Mobbing. Nicht, es grenzte an Mobbing, es war Mobbing. Bitte überlegt euch zweimal, was ihr schreibt. Wir, die vor der Kamera stehen, haben auch ein Herz, sind auch Menschen und sind nicht aus Stein. Wir haben auch eine Seele und die kann auch angegriffen werden. Und wenn das jedes Mal so ist, stellt euch mal vor, jeder greift dich jedes Mal an. Wie viel kannst du aushalten? Also, wie gesagt, ich werde die ganzen negativen Kommentare hier jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr sie lesen wollt, dann guckt einfach unter dem Fadenlifting-Video. Es sind wirklich sehr böse Kommentare dabei. Und ja, das ist so mein Statement dazu. Vielleicht könnt ihr mir ja auch mal eure Meinung sagen. Was denkt ihr,
Was ist Meinungsfreiheit und was ist Mobbing? Wo hört's auf? Wo endet, wo fängt's an? Wo endet es? Also, es ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling.